Es dauerte ein paar Stunden, bis Shikyu sich wieder beruhigt hatte und wenigstens nicht mehr vor sich hin fluchte und schimpfte. In dem Moment, in dem er wieder ruhig geworden war, schlich Kakuzu wieder an ihn ran. »Na, bist du wieder runtergekommen?«, meinte er knapp, und schnaubend sah Shikyu auf den Boden. Er hatte die Arme vor der Brust verschränkt und hielt seine Klappe. Kakuzu knurrte leise. »Hör mal zu, du Spinner. Ich habe wirklich keine Ahnung, was in deinem Kopf vor sich geht, aber es geht mir auf die Nerven, wenn du hier so rumspinnst.« Shikyu sah ihn an und verzog ein wenig die Nase. »Nenn mich nicht Spinner«, knurrte er. »Außerdem bin ich nicht verrückt. Wer küsst mich denn hier einfach? Was soll der Mist überhaupt? Kannst du mir das mal sagen?« Kakuzu schüttelte den Kopf und gab ihm einen Klaps auf dem Hinterkopf. »Du bist manchmal wirklich dämlich, weißt du das? Was meinst du wohl, warum ich dich geküsst habe, hm? Meinst du, ich mache das ständig und mit jedem? Bist schon ein Idiot. Das muss ich ja wirklich mal zugeben. Was traust du mir überhaupt zu? Ich knutsch nicht mit jedem x-beliebigen Kerl rum. Sowas bedeutet schon was.« Jetzt war Shikyu ruhig geworden. Seinen Blick hatte er gesenkt und er knabberte sich ein wenig an der Unterlippe herum. Was hatte er Kakuzu überhaupt zugetraut? So ganz sicher war er sich da nicht mehr. Anscheinend hatte er ihm eine Menge zugetraut, aber wirklich, so doof wie der reagiert hatte, da konnte man ja schon mal sonst was denken. Eigentlich versuchte Shikyu gerade nur, sich selbst davon abzuhalten, rot zu werden. Kakuzu sah ihn an. »Hallo? Redest du etwa schon wieder nicht mit mir? Ich weiß ja nicht, mit was für Typen du sonst so rumhängst, aber lass dir eins gesagt sein. Sowas kannst du nicht mit mir machen. Ich lass nicht mit mir spielen und mich wie ein Deppen behandeln. Entweder du sagst endlich mal klar und deutlich, was du willst, oder wir lassen es sein. Ich lass mich doch hier nicht ver...« Weiter kam er nicht. Denn mit einem Mal legte Shikyu seine Lippen auf die von Kakuzu und brachte ihn auf diese Art und Weise bestimmt, aber sanft zum Schweigen. Als er sich kurz darauf wieder von ihm löste, schüttelte er den Kopf. »Halt einfach die Klappe, okay?« flüsterte Shikyu leise und lehnte sich dann ein wenig an Kakuzus Brust. Der war erst ein wenig durcheinander, lächelte dann aber leicht und legte seine Arme um Shikyu. »Komm, lass uns weitergehen«, meinte er ruhig, und der junge Mörder neben ihm nickte. Ebenfalls schweigend kamen Madara und Kirika bei einem kleinen Dorf an, und Kirika räusperte sich. »Meinst du nicht, dass ich da alleine reingehen sollte? Immerhin kennt man eure Mäntel mittlerweile überall, und du solltest dich da drinnen vielleicht nicht unbedingt blicken lassen. Mir wird man wahrscheinlich nicht so misstrauisch begegnen wie dir. Ist ja nur ein kleines Dorf, da fallen Fremde wie wir sofort auf.« Madara wollte gerade den Kopf schütteln, da sah Kirika ihn vorwurfsvoll an. »Ich will jetzt kein Nein hören. Ich krieg das schon hin, mach dir mal keinen Kopf, ja? Ich bin schließlich kein dummes Mädchen, also bleibst du hier und ich schaff das schon irgendwie.« Mit diesen Worten verschwand Kirika und schweigend sah Madara ihr nach. Im Grunde war er nicht sehr begeistert davon, dass Kirika jetzt alleine gehen wollte, aber sie hatte schon recht. Mittlerweile war die Akatsuki berüchtigt genug, als dass jeder hier sie an seinem doofen Mantel sofort erkannt hätte. Das hätte ihn nicht sehr gestört, aber anscheinend Kirika. Seufzend ließ sich Madara auf einen Stein fallen und kratzte mit dem Fuß Muster in den staubigen Boden. Jetzt hieß es für ihn wohl warten. Da war Sasori schon ein wenig ähnlich, denn warten konnte er nicht wirklich gut. Am liebsten wäre er Kirika hinterhergelaufen und hätte einfach nur nachgesehen, was sie machte, ob es ihr gut ging und ob sie wirklich klar kam. Aber er wollte ihr vertrauen und ein wenig genervt von sich selbst raufte sich der Uchiha die Haare. Er hatte ja nicht damit rechnen können, dass es so schwer werden würde, sich zu verlieben. Nicht nur, dass die einzige Frau, die ihm etwas bedeutete, jetzt durch dieses Dorf rannte und einen auf Spitzel machte. Nein, sie wollte in ihm nur einen guten Freund sehen und nicht mehr. Aber das würde er mit Sicherheit nicht sehr lange aushalten und irgendwie musste er sich überlegen, wie es jetzt weitergehen sollte. Er konnte das nicht als normale Freundschaft stehen lassen. Und vielleicht musste er ihr einfach nur deutlicher klarmachen, was er für sie empfand. Er würde ihr das schon irgendwie rüberbringen können. Er hatte nur noch keine Ahnung wie. Auch Hidan und Mayumi kamen an ihrem Zielpunkt an. Mayumi zog eine Augenbraue hoch. »Das ist eine Bruchbude. Wie sollen wir denn da noch was finden?« nuschelte sie leise und stupste gegen einen Balken, der kurz darauf krachend zu Boden fiel. Hidan zog sie in letzter Sekunde noch weg, bevor sie davon erschlagen wurde, und schüttelte den Kopf.
Lass den Scheiß doch. Das ist so typisch Weib. Dauernd müsst ihr alles angrapschen. Kannst du deine Flossen nicht mal bei dir lassen? Wollte ich dich auch gerade fragen, knurrte Mayumi, die Hidans Hand sehr deutlich auf ihrem Hintern spürte. Auf seinen Lippen breitete sich ein suffisantes Lächeln aus. Lass mich doch. Immerhin habe ich dir gerade das Leben gerettet. Mal wieder. Also bist du mir was schuldig. Leise schnaubte Mayumi und machte sich von ihm los. Wenn du denkst, dass du jetzt schon wieder einen Kuss von mir bekommst, dann kannst du das mal ganz locker vergessen. Das läuft bei mir nicht. Jetzt schmollte Hidan ein wenig und schob eine Unterlippe vor. Küsse ich denn so schlecht? Nuschelte er leise und Mayumi blinzelte. Ach was, meinte sie knapp und versuchte dann, sich von dem ganzen Thema ein wenig abzulenken. Sie wollte wirklich nicht mit Hidan darüber diskutieren, ob er küssen konnte oder nicht. Gut, er konnte küssen. Sogar verdammt gut, wenn sie sich das mal eingestehen durfte. Aber das würde sie einem aufgeblasenen Typen wie ihm bestimmt nicht auf die Nase binden. Der würde ja sonst nur 3 Meter wachsen und das musste wirklich nicht sein. Unsicher sah sie sich in dem Haus um und seufzte. In dem Chaos noch was zu finden, wird überhaupt nicht so einfach werden. Wie soll das gehen? Hidan musterte sie und seufzte leise. Natürlich hatte er auf einen zweiten Kuss gehofft und es auch ein bisschen drauf angelegt. Aber irgendwie machte man ihm dauernd einen Strich durch die Rechnung und das ärgerte ihn. Sollte er sie jetzt einfach packen und küssen? Irgendwie musste er doch an seinen zweiten Kuss kommen. Darüber ein wenig in Gedanken versunken, bekam er überhaupt nicht mit, wie Mayumi ihn anstarrte und ihn dann gegen den Oberkörper schlug. »Hallo, redest du nicht mehr mit mir, nur weil ich dich nicht küssen wollte?« Blinzelnd sah Hidan sie an und sofort hatte er eine Idee. Er verschränkte die Arme vor der Brust und nickte einfach. Serena ließ sich erschöpft auf den Boden sinken und ließ sich dann auch nach hinten fallen. Sie hatte keine Lust, noch weiter zu laufen oder sich über irgendwas den Kopf zu zerbrechen. Mittlerweile tat ihr der nämlich vom ganzen Denken schon weh und wollte nur noch seine Ruhe haben. Sie zuckte allerdings ein wenig zusammen, als sie Stimmen hörte, die sie eindeutig kannte. Mist, waren ihr diese Idioten denn wirklich auf den Fersen? Langsam richtete sie sich auf und sah zu Itachi und Deidara, die sie gerade eben erst bemerkt hatten. Itachi ging zu ihr und Deidara blieb dicht auf seinen Fersen. Seufzend ließ sich der Uchiha neben Serena fallen und sah sie an. »Warum läufst du weg?« flüsterte er leise und sie schloss ihre Augen. »Weil ich keinen Bock mehr hatte«, meinte sie leise. »Ich wusste eben nicht weiter.« »Nur wegen mir?« fragte Itachi ruhig und sah sie an. Tränen bildeten sich in den Augen des Mädchens und sie zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist alles ein bisschen viel für mich. Ich weiß einfach nicht, wie es weitergehen soll. Für mich ist das alles so verfahren und dann auch noch der ständige Stress mit deiner weiblichen Seite.« Deidara grinste ein wenig und setzte sich auf die andere Seite von Serena. Er lehnte sich leicht an sie und sah zu ihr. »Hör mal, du musst Itachi auch verstehen. Er ist nicht der Mensch, der seine Gefühle offen zeigt, und du musst zugeben, dass Frauen sehr emotional sind. Über ihnen brechen sozusagen alle Gefühle, die er als Mann unter Kontrolle hat, zusammen. Und dann ist es vorbei mit ihm.« Serena legte ein wenig den Kopf schief, so hatte sie das noch nie gesehen und ein wenig knabberte sie an ihrer Unterlippe herum. Fragend sah sie den Uchiha neben sich an. »Ist das wirklich so?« Der zuckte hilflos mit den Schultern und am liebsten hätte Deidara ihm irgendwas über den Kopf gezogen. Wenn man ihm schon half, dann sollte er sich doch einfach mal dran festhalten. »Ich weiß nicht. Als Mann habe ich mich gut unter Kontrolle und kann auch meine Emotionen bändigen, aber sobald ich eine Frau bin, geht irgendwas mit mir durch. Ich hasse es eben einfach, einen weiblichen Körper zu haben. Ich habe im Leben nichts gegen Frauen. Aber so rumzulaufen, das ist, ich weiß nicht, für mich ist das einfach total anstrengend. Ich habe das Gefühl, als hätten Frauen noch 1000 Emotionen mehr als Männer. Und dann komme ich gegen die nicht mehr an. Und ich will das eigentlich alles überhaupt nicht, aber ich habe mich kein Stück unter Kontrolle.« Gerade gestand er sich und den anderen beiden wirklich ein, dass er mit seinen Emotionen und den ganzen Gefühlen überfordert war. Er war erschöpft und wollte eigentlich nur noch, dass es aufhörte und dieser Fluch ihn wieder in Ruhe ließ. Müde lehnte er sich gegen Serena und flüsterte leise, »Ich will dich nicht verletzen, das musst du mir glauben. Irgendwie habe ich dich in den letzten Tagen wirklich ins Herz geschlossen und ich will nicht, dass du gehst. Du kannst mich jetzt nicht alleine lassen, ich brauche dich. Ohne dich stehe ich das alles überhaupt nicht mehr durch.«
Serenas Herz klopfte ihr bis zum Hals und sie merkte nicht einmal, wie Daedra sich erhob und die beiden allein ließ. Er spürte, dass die beiden jetzt lieber in Ruhe reden sollten. Inzwischen griff Tashi nach Serenas Hand und hielt sie fest, ohne sie anzusehen. »Geh bitte nicht weg. Ich möchte dich gern wieder mit nach Hause nehmen. Bitte.« Ruhig sah Serena ihn an und lächelte dann leicht. »Ist gut. Aber reiß dich ein bisschen zusammen, wenn du in den nächsten Tagen eine Frau bist, ja?« Itachi nickte und sah sie dann ebenfalls an. »Mach ich«, flüsterte er leise und sah ihr tief in die Augen. Dann näherte er sich ihren Lippen und flüsterte leise, »Lass mich nie wieder alleine, ja? Ich möchte dich behalten. Für immer.« Sanft legte Itachi seine Lippen auf ihre und ohne sich zu wehren, schloss Serena ihre Augen und genoss diesen Moment einfach nur. Natsuki und Pain sahen sich dem nächsten Pärchen gegenüber und Pain seufzte leise. »Ich weiß echt nicht, was hier los ist«, murmelte er und fuhr sich durch die Haare. »Wir entführen Leute. Und die verknallen sich in ihre Entführer. Guck dir das doch mal an, da wird einem doch anders.« Damit deutete er auf Sasori, der Kyo gerade ein Stück Brot in den Mund schob und ihn liebevoll anhimmelte. So kannte er den Akazuna überhaupt nicht, der sich sonst immer aus allem raushielt und ständig nur miese Laune hatte. Natsuki dagegen schmunzelte etwas. »Lass die beiden noch, ich glaube, sowas nennt man Stockholm-Syndrom. Außerdem finde ich die beiden niedlich zusammen und sie sehen glücklich aus. Liebe kann Menschen eben verändern. Und wenn sie glücklich sind, dann ist doch alles in Ordnung.« Unsicher sah Pain sie an. »Meinst du wirklich? Dann ist das alles gut? Ich meine, reicht denn sowas schon aus, um eine Beziehung zu führen, dass man glücklich ist?« Das Mädchen seufzte leise und machte es sich auf dem Stuhl bequem. »Was gehört denn für dich noch zu einer Beziehung dazu?« »Naja«, Pain kratzte sich an der Wange und zuckte mit den Schultern. »Vielleicht, dass man sich vertraut und dass man die Geheimnisse des anderen kennt, dass man seine Schwächen zugibt und zu ihnen steht, dass man die Nähe des anderen sucht und auch mal einen kleinen Streit vergisst.« Ein Lächeln erschien auf Natsukis Lippen und sie nickte ein wenig. »Klar, das gehört auch irgendwie dazu. Es ist diese Mischung aus allem. Und zu wissen, dass man zu diesem einen Menschen gehört, dass man ihn nie mehr verlassen will.« Ratlos knabberte sich Pain an der Unterlippe herum und sah Natsuki neugierig an. »Du hörst dich an, als würdest du dich mit sowas auskennen. Hattest du schon einen Freund?« Schnell schüttelte das Mädchen den Kopf und sie war ein wenig rot geworden. »Nein, aber ich glaube trotzdem, dass ich weiß, wie sich sowas anfühlt. So ein bisschen eine Vorstellung hat man ja schon, behaupte ich mal.« Pain lächelte und zuckte mit den Schultern. »Ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus. Und ich habe auch keine Vorstellung, wie sich sowas anfühlen sollte. Bist du momentan verliebt?« Jetzt wurde Natsuki unsicher und sie wiegte den Kopf ein wenig hin und her. »Keine Ahnung. Kann schon sein«, nuschelte sie leise und Pain sah sie einfach nur an. Dann senkte sich sein Blick, aber jetzt schwieg er beharrlich. Sasori und Kyo lebten nur noch in ihrer eigenen Welt. Tatsächlich hatte Sasori nichts Besseres zu tun, als Kyo zu füttern, und der war noch immer rot um die Nase. Solange er bei dem Akazuna war, würde das wohl Dauerzustand bleiben. Trotzdem glücklich kuschelte sich Kyo an Sasoris Brust und sah ihn neugierig an. »Sag mal, irgendwie so ein bisschen anders bist du ja jetzt schon. Ich habe noch nie jemanden so oft in deiner Nähe gesehen wie mich. Und sonst hast du es ja auch andere eher auf Abstand gehalten, aber mich lässt du nicht mal für 5 Minuten los.« Leise räusperte sich Sasori und zuckte etwas hilflos mit den Schultern. »Naja, ich glaube, das kann man Defizit nennen. Du musst bedenken, dass ich in den letzten Jahren niemanden hatte, zu dem ich eine enge Bindung aufbauen konnte. Da war niemand, den ich in den Arm nehmen wollte oder dessen Wärme ich spüren wollte. Ich dachte, ich komme damit klar, aber seit ich dich kenne, merke ich erst, was für eine Leere vorher in meinem Leben geherrscht hat. Ich dachte wirklich, das ist okay für mich. Aber offensichtlich war es das nicht. Gehe ich dir auf die Nerven?« Schnell schüttelte Kyo den Kopf und er schmuste sich wieder an ihn. Er kaute genüsslich auf dem Brot herum und schmatzte. »Unsinn. Ich bin das einfach nur nicht von dir gewöhnt, das ist alles. Und da dachte ich, dass ich dich einfach mal frage.« Ein wenig seufzte Sasori und er legte seinen Kopf bei Kyo auf die Schulter. »Aber wenn ich dir mit meiner Anhänglichkeit auf den Wecker gehe, dann sag mir das einfach.«
Sanft sah Kyo ihn an, legte seine Lippen auf die von Sasori und lächelte. »Du kannst doch Blödsinn reden, als wenn du mir auf den Wecker gehen würdest. Ich liebe dich, verstanden?« Sasori lächelte und umarmte Kyo. Er drückte den Kleinen an sich und hauchte ihm einen Kuss auf die Lippen. »Dann ist ja gut.«